Das Gravierwerk im Solegarten St. Jakob. Aus 500 Metern Tiefe wird Solewasser hochgepumpt und rieselt dann wieder am Schwarzdorn herunter. Und die Aerosole sind sehr gesund für die Atemwege. Die Sitzplätze auf den Bänken sind sehr beliebt. Ein Kräutergarten, ein Bibelgarten, eine Kneipanlage und Bohlfelder, die gehören auch noch zum Solegarten St. Jakob. Die Wallfahrtsstadt Kevela bietet ab 5.7. hier im Solegarten St. Jakob Führungen an. Bitte vorher im Büro Tourismus und Kultur unbedingt anmelden und Treffpunkt ist dann hier am Infogebäude auf der Hüls 17.